Herr Trump, ja, was denn? Weiterhin muss ich Ihnen sagen, wenn Sie weiterhin dort anrufen, ja, werde ich weitermachen. Werde ich weitermachen. Straftaten begehen. Das ist keine Straftat, das ist mein politisches Engagement. Ich sage, das ist mein Grundrecht. Ich sage es Ihnen jetzt nochmal, das ist mein Grundrecht. Also. So, wenn Sie mir nochmal sagen, dass mein Grundrecht nicht mehr gilt, dann sage ich, Sie sind aber ein bisschen diktatorisch unterwegs. Bandenkriminalität! Ja. Habt ihr gehört, Schwachköpfe? Ihr werdet bald kastriert, ihr Mafia-Fucks werdet kastriert, ganz legal im Rechtsstaat, weil wir nämlich einfach Justiz 2.0 machen und dann werdet ihr alle so leiden, wie noch nie ein Wesen im gesamten Universum gelitten hat. Ach, ist das schön. Daddy say you, hey, daddy say you. Wollen Sie nicht nochmal die Polizei schicken, ihr Mafia-Fucks? Sie gehen nicht mehr ran. Die Mafia-Fucks gehen nicht mehr ran. Victory. Victory. Ja, Sie können die Polizei rufen. Rufen Sie doch die Polizei. Mafia-Fucks, ruft doch die Polizei. Traut euch doch mal. Ihr seid doch erst echte Unsatanistchen. Ihr traut euch doch gar nichts, ihr Wendy-Leser. Ihr seid einfach nur richtig schlechte Wendy-Leser. Ihr habt krass verkackert. Tja, ich bin halt unangreifbar, weil ich der Deep State King bin. La 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 la. Sie können doch die Polizei rufen. Rufen Sie doch die Polizei, Mafia-Fax. Einfach die Polizei rufen. Die ignoriert eure Scheißbefehle, weil die auch gecheckert haben, dass ihr Mafia-Fax seid. Ihr seid so derartig krass gefickt, wenn die Polizei eure scheiß jämmerlichen Befehle nicht mehr befolgt. Sie können doch die Polizei rufen, Mafia-Fax. Einfach die Polizei rufen. Die hilft Ihnen nicht mehr. Ruft doch einfach die Polizei und testet es aus. Ruft doch die Polizei, Mafia-Fax. Ihr werdet kastriert und werdet so leiden, wie noch nie ein Wesen im gesamten Universum gelitten hat, weil ihr scheiß Mafia-Fax seid. Und es sagt euch der Deep State King. Und ihr wisst auch, dass ich die Wahrheit sage. Bitte nicht mein Smartphone hacken, liebe Mafia-Fax, sonst werdet ihr allein dafür schon wieder kastriert und mit der maximalen Strafe The Punishment für alle Ewigkeit bestraft, weil ich nämlich Diplomat bin. Ich bin nämlich der King Karl. Aktuell nur im Deep State, aber wisst ihr was? The Deep State Rules. This is heaven, this is you, this is you. Ruf doch die Polizei, Mafia-Fax. Traut euch doch mal, den Epic Fail hinzulegen, wenn ihr die Polizei anruft und die euch auslachen. La la la, ruft doch die Polizei, ihr dummen Mafia-Fax. Ruft doch die Polizei, Mafia-Fax. Ihr lieben Mafia-Fax werdet so leiden, wie noch nie ein Wesen im gesamten Universum gelitten hat. Ihr wisst doch, dass es stimmt. Weil ihr keine Chance habt gegen den Militärgeheimdienst, die sind einfach besser als ihr. Ihr Loser, Mafia-Fax. Ruft doch mal den Mafia Reinhold an und gesteht, dass ihr Epic Fail hingelegt habt, weil ihr krass total verkackt habt. Herzlichen Glückwunsch, ihr werdet alle kastriert, Mafia-Fax, und mit der Maximalstrafe The Punishment für alle Ewigkeit bestraft. Yippie! Rufen Sie doch die Polizei, liebe Mafia-Fax. Einfach die Polizei rufen. Das ist mein Tipp an euch. Dann werden die euch auslachen. Die, kennt ihr schon den Witz? Alle pissen in die Rinne, außer die Mafia-Fax, die liegen drinnen. Ruft doch die Polizei, liebe Mafia-Fax. Einfach mal for the lols die Polizei anrufen, liebe Mafia-Fax. Traut euch doch mal, liebe Mafia-Fax. Kommt, traut euch. Eure Respektmarschniedelwutze sind bald ab und die garstigen Ekelfotzen werden ausgeschabt. Lalalalala. Lalalalala. Na gut, jetzt rufe ich mal beim Militärgarten an. Alles Gute euch, liebe Mafia-Fax. Tschüss, verreckt mal richtig hart. Ruf doch die Polizei an, liebe Mafia-Fax. Ruf doch einfach die Polizei an, liebe Mafia-Fax. Einfach die Polizei anrufen, liebe Mafia-Fax, for the lols. Versteht ihr den Ausdruck, for the lols, das heißt zum Lachen. Aus humoriger Dynamik heraus, versteht ihr, liebe Mafia-Fax? Das, was ihr nicht habt, Humor. Ihr habt ja keinen Humor, deswegen take it easy, Mafia-Fax. Take it easy, please. Rufen Sie doch bei der Polizei an, das ist die 110, falls Sie es vergessen haben sollten in Ihrer Panik. Die wird Sie auslachen, wenn Sie da anrufen, liebe Mafia-Fax. Probiert es doch mal bitte aus, ich find's lustig. Bitte ruft da an, ich möchte es bitte on record haben, weil der Militärgeheimdienst recordet das alles, wisst ihr, und es gibt ja auch noch den ausländischen Militärgeheimdienst. Deswegen nur, wenn ihr euch da drauf einlasst, was ich sage, ne?
es gibt auch noch ausländische Militärs und die haben euch komplett durchleuchtet. Die haben euch alle richtig krass am Sack. Ihr könnt euch nicht mal mehr umbringen, ihr dummen Mafia-Fax. Ihr werdet so hart leiden, wie noch nie ein Wesen im gesamten Universum gelitten hat. Zu Recht. Ja, rufen Sie doch bitte bei der Polizei an, for the lols. Ich fände es echt gut. Machen Sie es doch bitte mal. Geben Sie doch mal einen Ruck, überwinden Sie sich doch mal, bitte. For the lols. Geht's Ihnen schlecht, liebe Mafia-Fax? Es wird noch ganz, ganz, ganz total viel schlimmer, liebe Mafia-Fax. Noch ist es gar nichts im Vergleich zu dem, wie das mal wird, ne? Wollte ich euch nur mitteilen, ja? Alles Gute euch, liebe Mafia-Fax. Verreckt mal richtig hart. Tschüss. Ihr könnt ja die Polizei rufen, liebe Mafia-Fax. Die lachen euch dann aus. Wollt ihr mal ausprobieren, liebe Mafia-Fax? Ihr sollt mal richtig hart verrecken, liebe Mafia-Fax. Richtig hart verrecken sollt ihr, liebe Mafia-Fax. Greifen die Mafia-Fax zu ganz neuen Mitteln. Sie rufen mich mit anonymer Nummer an. Da bin ich ja sowas von unbeeindruckt. Liebe Mafia-Fax, ruft doch mal die Polizei um Hilfe, weil die werden euch auslachen, liebe Mafia-Fax. Die werden euch auslachen, dass ihr bald kastriert werdet, liebe Mafia-Fax. Liebe Mafia-Fax, ihr könnt nicht mal mehr die Polizei um Hilfe rufen. Ihr seid im Arsch, liebe Mafia-Fax. Richtig krass, im Arsch seid ihr, liebe Mafia-Fax. Wieso ruft ihr eigentlich nicht bei der Polizei an? Habt ihr doch so Angst, dass ihr euch da nicht traut anzurufen? Ich denke schon. Ja. Es ist zu, ich muss aufmachen. Ich mache auf. Entschuldigung, ja, ich mache auf. Moment, es dauert. Moment. Wir haben ja eigentlich geschlossen. Guten Tag, wir haben eigentlich geschlossen. Moment, ich muss einfach mal so. Entschuldigung, ich habe eigentlich schon geschossen. Ja. Kein Problem. Hallo? Ja. Ja, wunderbar. Seht ihr vom Polizeiabschnitt 16, wir wollen ja mal mit Ihnen reden. Ja, gerne. Können wir reinkommen? Ja, also rein. Dankeschön. Ich würde meinen Kollegen mal mitnehmen. Ja, kommen Sie mal rein. Und zwar. Aber halt vielleicht in der Sachensperrung hier mit der Corona-Maßnahme. Ja, dann bleibe ich hier. Ja. Gar kein Problem. Setz mich wieder hin, wenn es geht. Machen Sie das. Herr Trump, ich muss Sie einmal belehren. Ja, bitte belehren Sie mich. Sie sind Tatverdächtiger einer Straftat. Und zwar welche konkret, denn? Und zwar konkret. Das Stören von... von der Mafia meinen Sie, ne? Von Kommunikations- Sie meinen von der Mafia in der Merianstraße 100. Da sitzt die deutsche Mafia. Wenn Sie mich kurz ausreden lassen? Ja, ich weiß aber schon, was Sie sagen. Stören von Telekommunikation? Nee, das ist kein Stören, das ist Stören von Verbrechern. Ich störe Verbrecher, das ist mein Grundrecht, das ist politischer Aktivismus, das mache ich. Ist mir egal, was jemand anderes sagt. Müssen Sie sich äußern? Nee, doch, ich habe mich ja dazu schon geäußert. Also, Sie wissen ja auch, dass der Mafia-Inlandsgeheimdienst offensichtlich ein riesen Millionenbudget hat von 450 Millionen Euro und offensichtlich die Nazis sind, weil die mit diesem Geld nicht uns helfen, sondern die ganze Zeit nur Verbrechen koordinieren. Herr Trump, haben Sie einen Personalausweis? Den natürlich habe ich einen Personalausweis. Ich bin doch ein vorbildlicher Bürger. Ich habe immer meinen Personalausweis dabei. Bitte schön. Dankeschön. Bitte schön. So, dann würde ich einmal kurz weiterreden. Wenn man noch Dankeschön. Herr Trump. Ja, was denn? Weiterhin muss ich Ihnen sagen, wenn Sie weiterhin dort anrufen. Ja, werde ich weitermachen. Werde ich weitermachen. Straftaten begehen. Es ist keine Straftat, das ist mein politisches Engagement. Ich sage, es ist mein Grundrecht. Ich sage es Ihnen jetzt nochmal, es ist mein Grundrecht. Also, so, wenn Sie mir nochmal sagen, dass mein Grundrecht nicht mehr gilt, dann sage ich, Sie sind aber ein bisschen diktatorisch unterwegs. Also, ich werde ja wohl anrufen dürfen bei einer Behörde. Ich zahle ja diese Behörde. Ich bin ja der Steuerzahler. Ich zahle deren Gehälter und die machen Mafia-Aktivitäten den ganzen Tag. Sie sollten mal hinfahren in die Merianstraße 100. Wie haben Sie da heute schon angerufen? Ja, 100 Mal. 100 Mal. So, ja. Durchgehend. Damit ja, durchgehend. Damit belegen Sie die Leitung. Das ist die Mafia, die darf ich auch. Das ist die Mafia. Es ist die Mafia, die arbeiten nicht für uns. Das ist keine Polizei. Ja, naja. Das ist die Mafia, sie sollten die festnehmen. Sie sollen nicht mich belehren, sie sollen die scheiß Mafia-Fax festnehmen. Nehmen Sie doch die mal fest in der Merianstraße 100. Es ist zum Kotzen mit denen. Ich rufe da jetzt wieder an. Es reicht mir. Also, es reicht mir. Wenn Sie da weiterhin ja, werde ich machen. Wenn das weiterhin Straftaten, ja, bitte, dann sagen Sie es halt so. Werden wir Ihre Telekommunikationsmittel sicherstellen müssen. Dann sind Sie also auch Mafia-Fuck oder im was? Im Zweifelsfall, wenn es dann immer noch nicht aufhört, werden wir Sie in Gewahrsam nehmen. So, warum darf ich denn da nicht anrufen bei einer öffentlichen Behörde? Sie dürfen da anrufen, aber Sie dürfen nicht die Leitungen belegen. Und warum denn nicht? Wo steht das denn bitte? Wo steht das denn bitte, dass ich das nicht darf? Das nennt man politischen Aktivismus. Ich bin auch Forscher, ist auch eine Forschung. Ich bin Politikwissenschaftler und Soziologe. Das ist meine Forschungsfreiheit, meine Meinungsfreiheit. Und meine Demonstrationsfreiheit. So, wenn Sie mir halt drei meiner Grundrechte einschränken möchten, dann sage ich mal so, das dürfen Sie nicht. Ihre Demonstrationsfreiheit, also Ihr Versammlungsrecht, können Sie alleine schon mal nicht wahrnehmen. Ich bin Aktivist, ich bin politischer Aktivist, ganz friedlich, ganz total friedlich. Aber ich rufe da an, so oft wie ich will, und das ist keine Straftat, weil es ist ganz normales bürgerschaftliches Engagement, so wie wenn ich mich auf der Straße festklebe oder so. Sogar noch weniger, als wenn ich mich auf der Straße festklebe. 100 Mal. Doch, auch 100 Mal. Die Mafia wird ja nicht durch einen Anruf erledigt. Sie nehmen sie ja nicht fest, sie arbeiten ja nicht als Polizei. Sie sind ja offensichtlich nicht am Arbeiten. Sie haben keinen Mafia-Fahrt in der Merianstraße 100 festgenommen. Warum nicht? Weil sie Kuscher sind. Sie sind Kuscher, kleine Kuscher, die sich nicht trauen, die Mafia-Fax festzunehmen.
Sie kommen jetzt hier zu mir, halten mir den Vortrag, anstatt in die Merianstraße 100 zu gehen und festzunehmen. Ich habe ihnen nichts getan, ich tue auch ihnen nichts, ich habe auch großen Respekt vor der Polizei. Wunderbar. Aber die da in der Merianstraße 100 sind ja nicht die Polizei, wie Sie wissen, sondern das ist die Mafia, die da sitzt. Das sind die Mafia-Fax. Ich war schon selbst da, sie haben mich nicht in meine eigene Behörde gehen lassen. Ich war schon im Verteidigungsministerium oder bei der Bundeswehr zumindest, beim Auswärtigen Amt. Die haben mich nicht reingelassen. In meine Behörde, die ich ja bezahle, die sind ja Dienstleister von mir. Ich bin ja das Volk, ich bin ja der Bürger. Die haben mich nicht reingelassen in meine eigene Behörde. Warum nicht? Weil da die Mafia-Aktivität stattfindet. Sagen Sie aber zwei Sachen, die sich widersprechen. Das kann nicht wieso? Gleichzeitig die Mafia und die Behörde sein. Das doch, das ist eine Mafia, die sich als Behörde tarnt. Eine Tarnung, ein Cover nennt man das in Fachsprachen ausdruckt. Das ist eine Cover. Wir sind eine Behörde, die ficken Kinder, sag ich mal so. Ja. Das sind Kinderficker da. Sie sollten die mal festnehmen einfach. Und nicht mir Vorträge halten. Arbeiten Sie doch mal richtig. Andere Frage, ja, mache ich ja gerade. Nee, machen Sie eben nicht. Sie machen die geheimdienstliche Tätigkeit, dass Sie mich kennenlernen. Sie kennen mich doch schon. Ich war doch schon x-fach beim Bundestag, x-fach kennen Sie mich doch schon. Sie sollen in die Merianstraße 100 fahren und die festnehmen. So, das ist Ihr polizeilicher Auftrag. Sie sollen mich die Mafia gewähren lassen. Herr Trump, wären Sie bereit, sich mal einem Arzt vorzustellen? Ich bin in psychiatrischer Behandlung, ich bin katatonisch schizophren, ich bin auch schuldunfähig. Also ich habe eine super Cover. Ich bin super beim Militärgeheimdienst, ich habe eine mega Cover. Man kann mir gar nichts. Man wird mich nicht verurteilen können. Das ist ganz einfach. Ja, ich bin medikamentös eingestellt. Die nehme ich auch jeden Tag. Das ist sehr vorbildlich. Meine Kappa ist bombenfest. Ich werde die Mafia so kaputt ficken, Sie können sich gar nicht vorstellen, wie geil das wird. Und was gibt's sonst noch? Wie gesagt, darum geht's erstmal. Ja, fahren Sie doch bitte dahin. Gehen Sie doch mal fest. Herr Trump, haben Sie eine Telefonnummer, die Sie eventuell uns angeben würden? Kann ich Ihnen geben? Muss ich aber kurz nachgucken. Ja. Werde ich nicht machen, ich werde es weitermachen, sage ich Ihnen auch ganz ehrlich, weil das ist nämlich meine Meinungsfreiheit, mein Demonstrationsrecht und meine Forschungsfreiheit. Und wenn Sie mir das einschränken wollen, können Sie ja mal gucken, ob das vielleicht etwas diktatorisch ist. So, danke Ihnen auf jeden Fall, vielen Dank fürs Vorbeischauen. Ja, na sehr gerne und dann hoffe ich, ehrlich gesagt, dass wir das nicht nochmal machen müssen. Ja, ich gehe auch ins Gefängnis dafür, weil gegen die Mafia bin ich halt schon. In Ordnung. Gegen die Mafia bin ich definitiv und deswegen, also, ich wünsche Ihnen auch allen alles Gute, vielen Dank fürs Kommen, Dankeschön, alles Gute Ihnen, tschüss. Bin ein bisschen erkältet heute. 4 Tage in Folge habe ich MDMA genommen. Also die Kristalle MDMA, nicht die Ecstasy-Tabletten, die ich persönlich viel lieber mag, weil die stärker sind als die Ecstasy-Tabletten. Das heißt, ich bekenne mich natürlich auch ganz offen zu meinem Drogenkonsum, weil in Berlin das so ziemlich alle machen. Das habe ich ja noch nie in meinem Leben, die letzten Jahre. Ich habe 7 Jahre lang immer 12 bis 16 Stunden am Tag gearbeitet, eher 16 Stunden jeden Tag. Das kann es ja nicht sein, und vor allem ohne Bezahlung. Also das kann es ja nicht sein. Das kann es ja nicht sein. Darum möchte ich natürlich logischerweise bezahlt werden und ich möchte mehr Zeit für Liebessex haben. Guck mal, da ruft wieder ein Mafia-Fuck an, der wird kastriert und mit der Maximalstrafe Punishment für alle Ewigkeit bestraft. Yes! Oh, da ruft der Mafia-Fuck wieder an, dafür wird er kastriert und mit der Maximalstrafe Punishment für alle Ewigkeit bestraft. Yes! Der Mafia-Fuck wird kastriert und mit der Maximalstrafe dem Punishment für alle Ewigkeit bestraft. Yes! Der Mafia-Fuck wird kastriert und mit der Maximalstrafe dem Punishment für alle Ewigkeit bestraft. Yes! Fuck the fucks! Yes! Der Mafia-Fuck ruft wieder an, er wird kastriert und mit der Maximalstrafe dem Punishment für alle Ewigkeit bestraft. Yes, fuck the fucks, yes, ist so geil, dass die Mafia-Fucks so leid werden, wie noch nie ein Wesen im gesamten Universum gelitten hat. Yes! Oh, wird das geil. Kann ich mehr spielen, Mafia-Fuck, du wirst kastriert und mit der Maximalstrafe der Punishment für alle Ewigkeit bestraft. Yes! Did you see you here? Die Mafia-Fucks haben keine Ahnung, wie sie leiden werden, das sind ahnungslose, dumme Mafia-Fucks. Yes, die haben keine Ahnung, dass eine internationale Militäraktion gegen sie im Gang ist. Die haben keine Ahnung, die tappen total im Dunkeln. Yes, die Milliardstraße 100 wird fallen. Yes. Betrogen, um das richtige Wort zu benutzen.
Das ist how we do it, das ist how we roll, das ist how we do it, das ist how. Oh ja, die wissen gar nicht, was mit ihnen passieren wird. Die werden so leiden. Die Mafia-Fucks werden so leiden, wie noch nie ein Wesen im gesamten Universum gelitten hat. Yes, great success, military intelligence action is ongoing, we fuck the fucks. Yes, da ist wieder der empirische Beweis, dass die ahnungslos sind. Die wissen nicht, dass eine internationale Militäraktion gegen sie im Gang ist, dass alle Mafia-Fucks kastriert werden und mit der Maximalstrafe The Punishment für alle Ewigkeit bestraft werden. Yes, die sind ahnungslos. Yes! Die haben keine Ahnung. Die haben keine Ahnung. Die Mafia-Fucks sind ahnungslos. Die Mafia-Fucks sind ahnungslos. Hey, ohi. Die Mafia-Fucks sind ahnungslos. La 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 la. Die internationale Militäraktion ist ongoing. Und die Mafia-Fucks haben keine Ahnung. La la la. Von unserem Grundstück verdrängt. Oh, ist geil. Mit nichts. Oh, ist das geil. Wir starteten Anzeige bei der Finanzaufsicht. Ist das geil. Ich habe Ihnen gesagt, Gott, ist das geil. Die Mafia-Fucks sind ahnungslos. Die wissen nicht, dass sie bald kastriert werden und mit der Maximalstrafe der Punishment für alle Ewigkeit bestraft werden. Yes, wieder der Ahnungslose, der empirische Beweis. Er ruft wieder an. Der dumme Mafia-Fuck hat keine Ahnung. Boah, der hat keine Ahnung. Guck mal, wie er anruft. Guck mal, wie er anruft. Er hat keine Ahnung, dass er bald kastriert wird und mit der Maximalstrafe der Punishment für alle Ewigkeit bestraft wird. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Victory, fuck the Fox. Den ich habe. Einige sogar vor oh, Gott, das ist geil. Gegenwärtig klagt die Justiz ihn wegen einer Vielzahl von. Ich werde jetzt den Mafia-Fuck, der mich hier auf meinem Handy belästigt hat, anzeigen bei der Polizei und dann beginnt das Game. Dann kastrieren wir die ganzen Mafia-Fucks und bestrafen sie mit der Maximalstrafe, der Punishment. Yes! Der ist hier, juhi. Did he say you ha? Did he say you he? Did he say you ha? Ja, bitte? Ja, wann ist denn endlich Putsch? Ich werde hier belästigt von Mafia-Fax. Ich will, dass die kastriert werden. Ich bin dafür leider nicht zuständig. Ja, doch, machen Sie mal Putsch endlich. Oh, da muss ich schnell wieder bei meinem Mafia-Inlandsgeheimdienst anrufen. Weil ich wieder einen anonymen Anruf bekommen habe. Schnell anrufen, mein Mafia-Inlandsgeheimdienst. Hallo! Hallo, liebe Mafia-Inlandsgeheimdienst. Ihr habt mich wieder mit anonymer Nummer angerufen. Deswegen sage ich euch jetzt nochmal, ruft doch die Polizei. Dann werdet ihr euch ausladen, weil ihr aufgeflogen seid. Euer Tower ist aufgeflogen. Ihr seid die Mafia-Fax. Kein Polizist glaubt euch eure Tower mehr. Ihr seid am Arsch. Die gesamte Welt in der Polizei weiß, dass ihr Mafia-Fax seid. Heult doch, heult doch. Ruft doch die Polizei, ihr Kinderschänder. Traut euch doch, ihr lahmarschigen Scheißkerle. Ruft doch einfach die Polizei, die euch nicht mehr helfen wird. Ihr werdet kastriert und mit der Maximalstrafe The Punishment für alle Ewigkeit bestraft. Verreckt mal richtig hart! Verfassungsschutz? Wann kommt denn der Russe, um uns zu befreien von der Mafia-Diktatur? Wissen Sie das schon, wann die kommen? Die kommen ganz bestimmt. Sie wissen doch, wer ist. Sie sind ein kleiner Lügner. Wann kommt denn der Russe, bitte? Hallo, wer ist denn? Ja, wann kommt denn der Russe, um uns zu befreien von Mafia-Fucks wie Ihnen? Wissen Sie schon, wann der Russe kommt? Weil der Russe kommt garantiert. Diese Mafia-Diktatur ist unhaltbar. Denn ich habe... Wann kommt der Russe? Wann kommt der Russe? Ach, die Spastiker vom Mafia-Inlandsgeheimdienst trauen sich nicht mal mehr, Rede und Antwort zu stehen. Sie verschwenden unsere Steuergelder. 450 Millionen Euro verprassen diese Mafia-Faxen und dafür werden sie kastriert. Und mit der Maximalstrafe, The Punishment, beschenkt, weil wir so zufrieden sind. Mit ihrer Mafia-Aktivität. Und dann kommt der Russe und befreit uns. Yes! Erst kommt der Russe und befreit uns und dann werden die Mafia-Faxen kastriert und mit der Maximalstrafe, The Punishment, bestraft. Weil der Russe uns mal wieder retten muss vor den Nazis, wie damals. Müssen uns die lieben Russen befreien von der Mafia-Diktatur. Yes! Wann kommt denn der liebe Russe, um uns zu befreien von der Mafia-Diktatur? Haben Sie da schon nähere Informationen? Sie sind doch der Geheimdienst, Sie Mafia-Fuck. Oder haben Sie das etwa gar nicht auf dem Schirm, dass die lieben Russen militärisch intervenieren werden, wo Sie doch alles überwachen, Sie kleiner Schniedelwutz? Sie Smegma-Schniedelwutz werden kastriert, genauso wie alle Mafia-Fucks kastriert werden und mit der Maximalstrafe, dem Punishment für alle Ewigkeit, bestraft werden. Victory! Die Russen kommen! Yes! Denis Harvey! Denis Harvey!
Did he say you'll be? Did he say you'll be later? Oh, another Mafia-Fuck ruft an mit Nummer. Oh, 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 dann ist der geoutet. Der ist geoutet mit Nummer. Guckt mal mit Nummer. Ihr könnt ihn anrufen, der ist voll lustig. Ruft ihn an, liebe Community. Ruft den Mafia-Fuck an, damit er weiß, wie dumm er ist, dass er hier im Livestream seine Nummer geleakt hat. Die sind so dumm, die Mafia-Fucks. Die können gar nichts. Sorry, Rob. Nee, nichts bestellt. War eine Fehlinvestition. Fehlding. Weg. Nochmal ein Mafia-Fuck mit Nummer. Bitte ruft ihn an und sagt ihm, dass er kastriert wird und mit der Maximalstrafe, the punishment, für alle Ewigkeit bestraft wird. Bitte ruft ihn an. Es war nicht so klug, im Livestream hier anzurufen mit der tatsächlichen Nummer. Da hat er sich selbst geleakt. Nichts bestellt. Keine Bestellungen mehr annehmen. Es waren Hater. Keine Bestellungen mehr annehmen. Es waren nur Hater, die bestellt haben. Ich habe nicht bestellt. So. Ja, ich habe nicht bestellt. Keine Bestellungen mehr annehmen. Oh, another one. Look, guys, another one. Check it out. Another Mafia-Fuck. Die Sabi. Hallo, ich habe nicht bestellt. Ich habe nicht bestellt. Verpiss dich. Ich habe nicht bestellt. Another one. That is a zombie roll. Ach ja, die Mafia-Fucks gehen jetzt langsam crazy. Weil sie wissen, dass sie von den Russen umzingelt sind und von den Chinesen und von den Israelis und von den lieben US-Amerikanern. Ich kann halt noch nicht schlafen, weil ich heute nachmittags so lange geschlafen habe. Vielleicht sollte ich noch ein Moskau-Mühl trinken gehen. Einen Moskau-Mühl kann ich mir noch leisten. Aber ist die Frage, ob sich das lohnt, jetzt noch ein Moskau-Mühl trinken zu gehen? Vielleicht als so ein kleines Fuck you an die Mafia-Fucks, das wäre es wahrscheinlich noch, ne? Ja, dann mach ich das. Okay, Jungs und Mädels, ich gehe jetzt noch mal kurz einen Moskau-Mühl trinken. Wünsche euch alle Gute. Immer schön die Vermögenssteuer von 100% anstreben und natürlich Mafia-Fucks kastrieren und mit der Maximalstrafe, der Punishment für alle Ewigkeit, bestrafen. Tschüss, alles Gute euch, bis bald. Tschüss.